Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott. Willkommen hier bei uns im Presseclub. Und wir begrüßen natürlich ganz, ganz herzlich heute unseren Gast, nämlich den Präsidenten des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken und früheren Landtagspräsidenten und CSU-Fraktionsvorsitzenden und. Alois Glück. Herr Glück, herzlich willkommen bei uns. Schön, dass Sie da sind. Auch mit besonderer Freude darf ich auch sagen, gerade Hans-Jochen Vogel angekommen. Hans-Jochen Vogel ist uns auch schon seit ewigen Zeiten lange verbunden. Schön, dass Sie da sind, Herr Vogel. Und Sie alle wissen ja im Grunde genommen, wie das bei uns abläuft. Es ist so, dass sich jeder am Gespräch, an der Diskussion beteiligen kann und natürlich auch Fragen stellen kann, können. Und wir haben ja ein Thema vorgegeben heute, aber natürlich werden wir auf die aktuellen Themen im Laufe des Gesprächs mit Sicherheit auch zu sprechen kommen, auf die Flüchtlingsproblematik, auf das Asylanten, auf die Asylanten. Alleine, glaube ich, sollen 17.000 in den letzten zwei Tagen in München angekommen sein, das ist unwahrscheinlich. Aber fangen wir mal an mit unserem Thema, das wir angekündigt haben. Ist die Volkskirche am Ende? Und wie sieht die Zukunft der christlichen Kirchen aus? Und ich denke mal, Herr Glück, dass Sie da erst einmal so ein paar grundsätzliche Dinge sagen werden und dann fangen wir mit der Diskussion an. Einverstanden? Herr Glück, Sie haben das Wort. Liebe Herr Dresselmann, sehr verehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Gelegenheit zu diesem Gespräch, zu diesem Austausch. Und es ist schon einige Jahre her, da ich das letzte Mal hier war, früher heute, vor allem in der Tätigkeit in der Landespolitik. Und lieber Dr. Vogel, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und fühle mich auch geehrt. Ja, in der Entwicklung, in dem Fall, ich spreche jetzt von der katholischen Kirche in dem Fall, wobei es natürlich keine prinzipiellen Unterschiede gibt in den Entwicklungen der katholischen und der evangelischen Kirche im Gesamttrend. Also unter anderem etwa dieser Indikator Kirchenaustritte und ähnliche Indikatoren zeigen, aber es geht mir jetzt natürlich in besonderer Weise. Und nur dafür fühle ich mich einigermaßen zuständig, sowohl als Katholik wie in meiner Funktion als Präsident des ZDK, die Entwicklung und die Perspektiven der katholischen Kirche. Wir sind mitten in einem Prozess des Abschieds, des unaufhaltsamen Abschieds von der Volkskirche früherer Prägung. Eine Volkskirche, die ich persönlich einmal sehr erlebt habe in meiner Kindheit und Jugend. Glauben im kirchlichen Leben mit dabei sein war ja gewissermaßen sozialer Standard. Aber schon vor mehr als 30 Jahren hat einmal ein Pfarrer in meinem Heimatlandkreis Traunstein die Veränderung so beschrieben. Früher sind bei uns diejenigen aufgefallen, die nicht regelmäßig in den Gottesdienst gehen. Heute fallen diejenigen auf, die jeden Sonntag regelmäßig in den Gottesdienst gehen. Also nicht mehr diejenigen, die nicht gehen, sondern die gehen. Das heißt aber gleichzeitig nicht, dass damit eine, ja, einfach eine Entchristlichung des Landes damit verbunden wäre. Aber die Kirchenbindung, die Bedeutung der Glaube oder der Glaubensinhalte für die Lebensgestaltung des Einzelnen und für die Entwicklung in der Gesellschaft haben nicht mehr diesen selbstverständlichen Charakter von früher und auch nicht mehr der Einfluss der Kirchen auf diese Entwicklungen, auf die Entscheidungen des Einzelnen wie auch auf die Entwicklungen in der Gesellschaft ist heute anders und in einem Veränderungsprozess begriffen. Das ist nicht nur in Deutschland eine Entwicklung, die Entwicklungen in der Weltkirche verlaufen dabei recht unterschiedlich. Die Situation in Lateinamerika ist wieder völlig anders, aber auch dort ist die katholische Kirche auch unter einem Druck und einem Entwicklungsprozess, in dem Fall etwa durch die evangelikalen Strömungen. Wahrscheinlich hat es zumindest seit Jahrhunderten keine solch tiefgreifende Veränderung für die Kirche in ihren Strukturen, in ihrem inneren Leben gegeben wie gegenwärtig. Es geht wahrscheinlich auch tiefer wie damals diese ganz tiefe Zäsur der Säkularisation, eine Entmachtung der Kirche, der Zusammenbruch der Reichskirche. Es war aber ein Vorgang von außen her und nach einigen Zeiten der Krise ist aus der damaligen
tiefgreifenden Veränderung und Krise neues Leben entstanden in den Kirchen, in den Klöstern. Für die Kirche ist diese Entmachtung letztlich sehr heilsam gewesen. Die heutige Entwicklung hat tiefere Ursachen. Im Kern ist das Thema, dass die Kirche mit ihrer Verkündigung, mit der Art ihrer Verkündigung immer weniger Menschen erreicht. Die Kirche ist aber nicht Selbstzweck. Papst Franziskus betont es ja immer wieder, indem er sagt, Kirche ist nicht Selbstzweck. Er formuliert es ja oft in sehr drastischen Worten. Die Aufgabe der Kirche ist, zu jeder Zeit und in den unterschiedlichsten Kulturen die Botschaft des Evangeliums den Menschen der jeweiligen Zeit und in der jeweiligen Kultur verständlich zu machen. Das ist ausschließlich ihre Aufgabe, nicht, dass sie um sich selbst kreist. Und hier ist ganz offenbar eine große Schwierigkeit, das den Menschen von heute in seinen Erfahrungswelten zu vermitteln. In dieser Situation hat die Kirche ihre spezifischen Selbstgefährdungen, etwa der Gestalt, wenn ein Verein, eine Gemeinschaft, wer auch immer, mit seinen Botschaften immer weniger Menschen erreicht, dann wird man da geradezu gezwungen und immer auch veranlasst, sich selbstkritisch damit auseinanderzusetzen. Was machen wir vielleicht falsch? Wie müssen wir uns verändern? Kirchlich ist eine der großen Selbstgefährdungen die letztlich recht bequeme Reaktion: Mein Gott, so sind sie halt, die Menschen von heute. Sie wollen nichts Verbindliches mehr. Und genau solche Erklärungen führen natürlich letztlich dazu, dass man sich dann selbst nicht verändern muss. Also wir stehen in einem sehr tiefgreifenden Veränderungsprozess im innerkirchlichen Bereich, wobei mir dabei sehr gut gefällt eine Haltung, wie sie der Erzabt von St. Ottilien kürzlich formuliert hat: Wir verwalten hier nicht den Abbruch, sondern den Übergang. Keiner weiß, wie die Situation der Kirche in 20 oder 30 Jahren sein wird, aber sie wird jedenfalls gravierend anders sein gegenüber der jetzigen Situation oder der, die wir aus der Vergangenheit kennen. Aber die Dinge verändern sich auch nicht einfach linear. Es gibt zum Beispiel eine Situation, wo man sagt, es waren noch nie so viele Menschen suchen nach Sinn und Orientierung unterwegs wie gegenwärtig. Und es ist nicht verbreitet eine Religionsfeindlichkeit, sondern es ist mehr ein Entfremdungsprozess. Ich erlebe das gegenwärtig ganz drastisch und sehr heilsam in Leipzig. Der nächste Deutsche Katholikentag ist in Leipzig. Und als wir mit den örtlich Verantwortlichen, dem Bischof und anderen, über das Programm beraten haben, wir weiter beraten und gesagt haben, ja, wir müssen ja auch Gespräche führen mit den Atheisten. So, die Atheisten, wirklich überzeugte Atheisten, die auf ihrer Seite einen Standpunkt haben, ja, das sind wahrscheinlich auch 4-5%, so wie es 4-5% Katholiken gibt. Das eigentliche Thema gerade im Osten ist die totale Entfremdung von Religion. Die verstehen gar nicht mehr, was da stattfindet. Die verstehen auch diese Sprache nicht. Damit muss man sich also auseinandersetzen. Und diese Auseinandersetzung ist wichtig für die Kirche. Die Kirche war in ihrem ganzen Weg nie ein Harmonieverein. Das Ringen um den richtigen Weg gehört zur Kirche. Ist ein Teil der geistlichen und geistigen Auseinandersetzung. Die Frage ist, mit welcher Qualität, mit welcher Offenheit geschieht dies. Auf der anderen Seite gab es immer und gibt es ja gegenwärtig viele Kräfte, die ängstlich festhalten wollen. Nach dem Motto, wo führt das hin mit den Veränderungen? Und das eine war jetzt der Versuch, kurz zu skizzieren, die längerfristige Entwicklung. Aktuell spitzt das gegenwärtig sehr zu und der Herbst dieses Jahres mit dem zentralen Ereignis der Bischofssynode zur Frage der Familie in der Welt von heute hat eine Entwicklung, die zu einer starken Polarisierung in der Kirche gegenwärtig führt, zu auch Auseinandersetzungen, die manchmal schon eigenartigen Charakter haben, etwa wenn gerade Personen und Strömungen, für die in der Vergangenheit Papsttreue das absolute Merkmal von katholisch und römisch-katholisch war, teilweise heute ganz öffentlich und in teilweise aggressiver Form den Papst kritisieren.
dieser Papst passt natürlich ohnehin nicht in unsere Schubladen. Er kommt aus einer anderen Kultur, aus einer anderen Welt, aus einer Erfahrungswelt, und es ist unglaublich heilsam für die katholische Kirche insgesamt und auch für uns. Aber damit ist in der katholischen Kirche etwas, was im Globalisierungsprozess längst selbstverständlich geworden ist. Die Welt kreist nicht mehr um Europa. Aber die katholische Kirche ist natürlich einmal historisch ganz stark geprägt durch die europäische Geistesgeschichte, Kulturgeschichte und durch Rom und den römischen Zentralismus. Und jetzt kommt ein Papst aus einer ganz anderen Erfahrungswelt. Und das ist wichtig, aber das schafft natürlich auch Spannungen. Wir stehen gegenwärtig, das können wir dann vertiefen, soll der Einleitung nicht so lang sein, da in einer Phase ja, von auch wachsenden Polarisierungen, Auseinandersetzungen. In Deutschland haben wir durchaus positive Entwicklung, was die Gesprächskultur betrifft. Da hat sie einiges entwickelt als Reaktion auf die tiefe Erschütterung sexueller Missbrauch. Alles, was wir jetzt nächstes Wochenende haben in Würzburg, den Abschluss des sogenannten Dialogprozesses, was sich da entwickelt hat, wäre ohne diese Schockerfahrung nicht möglich. Und weltkirchlich ist die Situation wie beschrieben. Nun verändert sich die Situation nicht nur innerkirchlich gesehen, sondern es verändert sich damit auch die Situation der Kirche in der Gesellschaft. Früher war Kirche ja mächtig, weil viel Einfluss auf die Menschen. Kirche hat auch in wechselnden Formen damit verbunden einen gewissen Machtanspruch im Hinblick auf die Prägung von Entwicklungen. Was wir jetzt erleben, ist natürlich ein grundlegender Machtverlust der Kirche, sowohl im Einfluss auf die einzelnen Menschen wie auf die Entwicklungen in der Gesellschaft. Damit werden viele nicht fertig, aber das ist nun die grundsätzliche Frage, wie bewertet man dies und wie stellt man sich darauf ein? Der Weg muss sich wandeln zum Dienst, der Kirche als Dienst, nicht die Kirche als Machtanspruch. Und zwar als Dienst für die Menschen, unabhängig davon auch, ob sie katholisch oder nicht katholisch sind, ob sie Kirchenbindung haben oder nicht Bindung haben. Eine hörende und dienende Kirche als Leitmotiv. Dann stellt sich meine letzte Bemerkung natürlich sofort immer die Frage, ja, wie sieht es denn überhaupt aus mit den Zukunftschancen etwa christlicher Werte? Das wird zunächst einmal ganz stark davon abhängen, ob wir den Menschen, die keine Kirchenbindung haben, oder eine Kirchenbindung, aber nicht von Haus aus, so ja, weil christlich oder weil Tradition, akzeptiere ich das, erkennen, dass Positionen, die wir als Christen vertreten, nicht um der Kirchen und der Christen willen uns wichtig sind, sondern weil wir die Überzeugung sind, dass sie für die Menschen wichtig sind. Etwa die Frage der Menschenwürde, die Fragen der Gerechtigkeit, die richtige Verbindung von Freiheit und Verantwortung. Und das wird also einmal davon abhängen, was haben wir für Einstellungen. Ich glaube, dass viele vom Papst Franziskus auch deswegen fasziniert sind, weil sie spüren, er wendet sich uns zu um des Menschen willen, nicht um der Kirche willen. Seine Überlegungen oder Motivationen, sich den Menschen zuzuwenden, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, sind nicht kirchenpolitischer Art, sondern es ist sein Verständnis des Glaubens und des Dienstes für die Menschen und für die Gesellschaft. Und in dem Maße, wie wir dies glaubwürdig tun können, indem wir aber drei Dinge miteinander verbinden, Sachkompetenz, entsprechende Wertorientierung und dauerhaftes Engagement, haben auch eine geringer werdende Zahl von Christen durchaus erhebliche Chancen, die Entwicklungen der Zeit mitzugestalten. Aber es wird von zwei Dingen wesentlich abhängen. Wie ist die Qualität unserer Argumente, unsere Überzeugungskraft aufgrund der inhaltlichen Aussage, dass es um der Menschen willen hilfreich ist, jedenfalls einmal nachdenkenswert. Und dass wir genügend Christen haben, die weiter bereit sind, in die anstrengende Welt der Pluralität und der Auseinandersetzung zu gehen. Und dass sie dafür auch entsprechende Ermutigung durch die Kirche erfahren. Und insofern ist der ganze Vorgang gegenwärtig der Prozessabschied von der bisherigen Volkskirche, hat ja nicht nur eine innerkirchliche Dimension, sondern eine wichtige Dimension natürlich in Richtung der
der Rolle der Kirche in der Gesellschaft, wieder unter dem Aspekt auch, was ist unsere Bringschuld, was haben wir einzubringen. Diese aktuellen Fragen hinein. Vielen Dank.